Latz machen. New. Zack. Und wir haben ja haufenweise neue Items. Ja, und ich lege mir schnell mal die neue Klinge an. Kein Typ, schade, aber die macht bestimmt riesen Aua. Ein Schwert, das das Mysterium von Raum und Zeit beherbergt. Also noch was Interessantes? Nö. Anscheinend wird das nicht angezeigt. Ach, stimmt. Reika hat ja auch neue Items. Hexenbesen. Ein Besen auf dem Hexenreiten. Ja, sieht aus wie ein normaler Straßenbesen. Sternenbesen. Den kriegt sie und den, die dunkle Robe. Gut, Def geht ein bisschen runter, aber Akku und Ren auf jeden Fall ein bisschen hoch. Damit kann ich leben. Außerdem schützt sie vor den fünf Elementen. Kann man auch Schild, haben wir nichts. Festliches Band, nö. Hand, nö. Welt kann halt ihre Handschüchen. Essen haben wir ungefähr schon wieder die Hälfte verbraucht. 1100 Mal gekämpft, boah. 30 Stunden schon am Spielen. Millionäre sind wir sowieso. Was gibt noch? Gehen wir einfach raus auf eine Ari. Reden wir mal mit dem Ritter hier. Wenn ein Soldat ist. Du hast den Psion Kick gelernt, daher werde ich dich zum Kämpfer ernennen. Nein. Du bist wirklich leichtfüßig. Nein. Nein. Also. Wenn ich glaube, mein jetziger Titel. Berserker gefällt mir am meisten. Ah ja, Technik muss ich noch abchecken. Brandzeichen. Soul Wave Teleport. Teleportiert sich zum Gegner und lässt sich vier Gegner treffen. Soul Wave haben wir gemeistert. Staubfalke. Ah. Teleport und Soul Wave. Und Soul Edge und Soul Wave. Also, wie gesagt, drei Techniken meistern. Na gut, Soul Edge haben wir ja schon. Na dann, auf nach Ari. Aber vorher werde ich mir mal Midgard ansehen. Wir gehen erstmal ins Innenknacken, gratis heilen. Aber wir sind bereit für das große Finale. Ich glaube, das dürfte jetzt nur noch ein, zwei, maximal drei Episoden dauern. Und ich habe mit länger gerechnet. Naja, wäre das Zeitlimit auf YouTube immer noch auf 11 Minuten war, würde es viel länger dauern, auf jeden Fall. Essen nachladen. Brot, nö. Ja, Makrele kann man nachkaufen. Da wir uns die Scheiße sowieso Kinder leicht leisten können, kann man direkt einen ganzen Laden aufkaufen. Wir können einen ganzen Laden kaufen. Wir können eine ganze Stadt kaufen, ein ganzes Schloss. Ein ganzes Land. Apotheke. Kauf, Apfelbonbon. Ja, Orangenbonbon laden wir nach. Mixbonbon, Heilflasche. Lebensflasche haben wir, Flammenflasche haben wir, Medizinflasche, ja. Eventuell nur noch die heilige Flasche, aber wo kriegen wir das Zeug denn? Naja, ist egal. Außer ich treffe jetzt irgendwo im Laden. Ja, hier ist Waffenladen. Nichts gegen dich, aber deine Rüstungen sind Schrott. Du hast. Waffen brauche ich sowieso nicht. Ich habe die besten Waffen, die es gibt. Denke ich mal. Reika hat ihren Sternwesen. Speichern wir nochmal sicherheitshalber. Okay, wir müssen in das Land der Dunkelheit. Aber ich will mir hier die Welt noch ein bisschen ansehen. Was haben wir da unten? Ach ja, das ist. Hier ist das Land der ewigen Dunkelheit. Ich meine, das eine Königreich müsste doch hier irgendwo rumschwören. Da mal unten haben wir Moria. Moment, da war eine Insel. Die will ich mir ansehen. Oh, guck mal, eine kleine Insel. Da landen wir mal. Ein Shop. Aegis-Atelier. Dieser Laden ist berühmt, weil er mal Aegis selbst gehörte.
Obwohl die Waffen hier sehr gut sind, versuchen wir die Preise so niedrig wie möglich zu halten. Manche Leute leben wohl davon, auf der ganzen Welt zu handeln. Manche Dinge kosten in jedem Land etwas anderes. Etwas anders. Hast du etwas Elfenbein? Ich bin Elfenbeinschnitzer. Nö, ich habe kein Elfenbein. Willkommen in Aegis Laden. Seltener Panzer. Beherbergt die Seele von Aegis, dem alten Schmied. Seltenes Schild. Seltener Helm. Seltene Handschuhe. Halbmondbogen. Ah, den brauchen wir nicht, aber wir kaufen zweimal Handschuhe. 118.000, ja, seltener Helm. Seltenes Schild. Seltener Panzer. Wie gesagt, ich kann sogar den Laden kann ich komplett aufkaufen. Moment, gucken wir erstmal was. Boah, ist das geil geworden! Was denn? Combo-Commands. Mit den rechten Moves kann jede Technik im Kampf funktionieren. Was zur Hölle? Wie viele Nullen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wart! Scheiße, das ist so teuer für mich! Ey, das ist wirklich. Dass ihr diesen Satz nochmal hören dürft, ey. Das ist teuer. 5 Mille. 5 Mille, das kann ich mir echt nicht leisten. Ich habe gerade mal 1,2 Mille. Aber das ist ein. Aber jetzt weiß ich, wofür die ganzen Geheimnisse da sind. Weil wenn ich das Ding anlege, kann ich diese ganzen Dinger benutzen. Aber gibt's für die Mädels nichts mehr? Komm schon. Egal. Kleidung, Pedro. Seltener Panzer. Seltenes Schild. Seltener Helm. Seltener Handschuh. Heiliger Stock. Nee, Korn hat ja nichts. Wieso kriegt er nichts von Kopf, ey? Ist das. Okay. Ich weiß. Ich habe hier noch irgendwo. Reduziert dein TP-Verbrauch um ein Drittel, brauche ich aber nicht. Mann, die Scheiße kostet ja schon sowieso genug. Makrele. Wo habe ich die Rundflasche? Weil ich habe da noch Fragezeichen, also das weiß ich. Kann man nicht aufwerten. Fragezeichenbogen. Seelendieb. Wow, 1700. Ich glaube, der Bogen sprengt nochmal alle Barrikaden. Jawoll. 1700 vor. Aber der ist Dunkelheit und wir gehen gleich ins Land der Dunkelheit. Also lasse ich ihn am besten nochmal ausgerüstet. Warum hupt da draußen einer? Ich gehe mal kurz nachgucken. Nur ein Taxi, egal. Okay, lassen wir erstmal den Elfenbogen dran, weil, wie gesagt, Dunkelheit. Okay, verkaufen wir erstmal. Aber wieso haben die. Okay, weg mit dem Leibesamulett. Laserklinge will ich aber halten. Und Flasche brauchen wir sowieso. Heilige Flasche auch. Wohl brauchen wir den noch? Ich glaube nicht. Weil die sind ja alle mit allem ausgestattet, was sie brauchen. Falls nach meinem Erachten. Ah, oh, Radieschen, ja. Kälte erinnert. Brauchen wir nicht mehr. Lederumhang sowieso nicht. Was ist das für ein Scheiß? Hexenbesen kann ich wieder verkaufen. Ein Sternmantel. Ah ja, stimmt. Wie viel ist der wert? Leck mich. Die Halbmondbogen weg, Sylphenbesen kann weg. Der Paladinhelm wieder weg. Die Trillhandschuhe kann weg. Reflexions kann weg. Angstschild kann weg. Trillpanzer kann weg. Seelen die behalten wir, aber der ist 1,4 Mille wert, oder? Ne, 150.000 wollte ich schon sagen. Eine Mille wert, der hat zu brutal, ey. Und wir haben 2 Millionen! Aber wusste ich, dass so ein Item kommt, dass es das so irre Scheiße viel wert ist. Das war zu erwarten. Aber toller Laden. Ehrlich, wir konnten uns mal richtig geil ausstatten. Gibt's denn noch mehr?
Komm, ich will mich noch ein bisschen umsehen. Hier muss es noch irgendwas geben. Dann mal hier. Hafen. Oder was ist ja? Hier ist doch Olive. Wir müssen mal so mehr dieses große Blaue erkunden. Haben wir diese Hülle eigentlich je komplett erkundet? Ich weiß nicht, was da drin ist. Eine Geistergrotte, aber scheiß drauf. Vielleicht müssen wir eh nochmal dahin. Moment. Ach, das ist nur so ein kleiner Berg. Kann man drauf landen? Nö. Oh ja, schöne Flugmusik. Oh, hier haben wir noch eine Insel. Landen wir mal da drauf. Was haben wir denn hier Feines? Oh. Ach, da ist Demeters Villa. Yep, es ist Demeters Villa. Also braucht man da nicht reinzugehen, wozu? Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Ist die interessante Frage. Anscheinend habe ich mich jetzt festgefressen. Ah ne, hier. Wollte schon sagen. Finde hier noch etwas Geiles. Das ist Udines Höhle. Hier irgendwo ist Atlantis aufgetaucht, aber...